Am 13. Dezember hat dieser Mann hier Geburtstag. Heinrich Heine wird 221 Jahre alt. Zu diesem Anlass feiert die Heinrich-Heine-Uni die sogenannte Heine-Woche mit vielen Veranstaltungen auf dem Campus rund um diesen Menschen hier. Unter anderem an seinem Geburtstag selber ein großer Poetry Slam. Aber was wissen Studierende der HHU eigentlich über ihren Namensgeber? Campus TV Düsseldorf hat nachgefragt. Es gibt in Düsseldorf eine Heinrich-Heine-Allee. Ja, das war's eigentlich. Ja. Irgendwas mit Schreiben? Er war ein Dichter. Er war Dichter. Hey, er hat irgendwas geschrieben, aber ich weiß nicht was. Gedichte gerade über Deutschland und so die Politik zu der Zeit von Heine. Er war ein Dichter und Denker, glaube ich. Genau. Er hat viel geschrieben und so. Ich glaube, ich habe mal ein Gedicht von ihm gelesen, aber das war's dann auch. Hier, das anfängt mit Deutschland, Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Das fand ich ziemlich cool geschrieben. Kam er aus Düsseldorf? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kam er aus Düsseldorf oder er hat irgendwas Tolles für die Stadt gemacht. Er wurde hier geboren, glaube ich. Der hat hier gewohnt. Und deswegen wurde auch der Standpunkt der Heinrich Heine in Düsseldorf gemacht. Ist ja klar. Die Uni hier ist nach ihm benannt. Aber ob es jetzt auch eine tiefere Verbindung gibt, weiß ich gar nicht. Die Uni hat so als medizinische Fakultät angefangen und der Bezug war dann so ziemlich schwierig festzustellen zwischen einem Dichter und der Medizin halt. Und deshalb gab es halt diese Debatte dann, ob die Uni nach ihm genannt werden soll oder nicht, aber letztendlich ist sie schon nach ihm benannt. Ansonsten habe ich den, glaube ich, schon mal gewikipediat, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich habe das nur schnell durchgescrollt. Tatsächlich, weil ich dachte, dass mal so eine Situation kommen könnte. Aber hab's verkackt. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich war schon mal auf einem Poetry Slam in der Schule. Das war ganz cool. Ja, es war ganz cool. Warum? Weil es war ein bisschen anders als so Gedichte vortragen. Es ist interessanter als so ältere Form der Lyrik oder sowas. Eine Freundin von mir hat mal einen geschrieben und den fand ich ziemlich gut und das hat mich so ein bisschen dafür begeistert. Es war schon so ein bisschen gedichtemäßig, aber cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Würde mich vor allem interessieren, wenn das dann so auch einen Bezug zur Heine hat. Boah, das wäre natürlich die Königsklasse des Poetry Slams. Ich würde das gut finden. Das ist interessant. Ja, finde ich auch cool. Wäre auf jeden Fall mal was anderes, so. Anstatt über Beziehungen oder halt aktuell politische Themen zu reden, so, dann, also nicht, dass das schlecht ist, so, aber. Passt auf jeden Fall zu seinem Geburtstag, aber wird schwierig sein. Oh, ich finde schlecht in sowas. Ich glaube, es wäre nicht cool, wenn wir es mal vielleicht zusammen gleichzeitig, aber ansonsten würde ich das, glaube ich, also ich würde zugucken, auf jeden Fall, da hätte ich Bock drauf. Und Heine, was hältst du so von den Antworten? Mhm. Ja. Ja. Im Grunde sind wir da einer Meinung. Und dein Geburtstagsgeschenk, den Poetry Slam Heinrich Heine, Dichter, Denker und Kämpfer, könnt ihr alle am 13. Dezember an Heines Geburtstag um 19 Uhr im Hörsaal 3D der Philosophischen Fakultät besuchen. Bis dahin!